Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen bei der CTS virtuell heute mal. Quovadis Learning, das ist natürlich ein großer Titel. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben eine Studie, die wir Ihnen hier exklusiv heute vorstellen dürfen und können, oder die ich Ihnen heute hier vorstellen darf. Meine Kollegin Frau Hess wird das Ganze dann moderieren, hat sie ja schon eben angekündigt. Ich will noch mal ganz kurz einen Blick Ihnen geben von dem, was dann noch folgt. Aber wirklich in aller Kürze. Sie können das natürlich im Internet alles auch nachlesen. Nach meinem Vortrag am Nachmittag kommt mein Kollege aus dem Produktmanagement, der Jens Japes, zum Thema Performance Support, ein Trendthema, auch mit Fragezeichen geschrieben. Was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Was kann man damit erreichen? Was ist der Sinn des Ganzen? Wir haben dann morgen einen Vortrag von Thorsten Schurig aus der Praxis erfolgreicher Performance Support im Vertrieb. Da haben wir ein Unternehmensbeispiel, was wir Ihnen hier vorstellen wollen. Und am Nachmittag hat dann mein Kollege Martin Kochler, Leiter vom Trainingsbereich bei uns, die schwierige Spagataufgabe vom Performance Support versus Training zu berichten, weil ich glaube, das ist ein heißes Eisen, auch in Ihrer Organisation, aber dass es sich lohnt, das genauer anzugucken. Es geht dann weiter am 16.07. mit zwei Vorträgen, wieder aus der Praxis. Performance Support erleichtert die SharePoint-Einführung. Unser E-Learning-Team stellt das vor. Und dann nochmal am Nachmittag für IT-Anwendungen, wie da Performance Support elegant orchestriert werden kann. Der Herr Franke wird da sicherlich einen, wie ich ihn kenne, unterhaltsamen und wertsteigernden Vortrag halten. Und das Ganze wird dann abgeschlossen von meinem Kollegen aus Österreich, Philipp Wollner, der den Performance Support auch nochmal in die Talentmanagement-Ecke spiegelt, also wo man es da nutzen kann für. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch an diesen Vorträgen teilnehmen, wenn Sie die Zeit finden. Aber es ist natürlich alles auch für Sie erreichbar im Nachgang. Die TTS GmbH, erlauben Sie, dass ich Ihnen jetzt hier 50 Folien dazu zeige? Nein, das ist natürlich ein Witz, also nur 3 oder 4 Folien zeige. Uns gibt es seit 15 Jahren. Wir bewegen uns im Bereich Corporate Learning und Talent Management. Heute das Thema sicherlich eher Corporate Learning. Hier unser Zentrale in Heidelberg. Ich selber sitze jetzt an unserem Berliner Büro, in der Bollemeierei. Also wer Berlin kennt, der kennt auch Bolle. Wir haben noch ein Büro in Köln und sind noch an anderen Städten in Europa vertreten. Was uns umtreibt, und ich fange rechts unten an, ist das Thema Corporate Learning schon seit über 15 Jahren, SAP-Training. Damit ist die Firma gestartet und groß geworden. Wir haben eigene Software, die wir für die verschiedenen Themen dann anbieten. Da wird im Rahmen der Webinarwoche auch noch sicherlich von gesprochen werden. Und wir haben eine sehr große Talent-Management-Truppe mit über 70 Beratern für SuccessFactors und SAP Learning Solution. Und sind da auch intensiver Partner der SAP. Ein paar Kennzahlen zur Unternehmung. 500 Kunden, heute 100 von Ihnen sind dabei. Eine Menge Softwareanwender, die unsere Software nutzen. Und sicherlich in dem doch sehr segmentierten Markt sind wir eine echte Nummer und in 8 Ländern vertreten. Überwiegend in Europa, in den USA und über Partner dann noch in Singapur. Und China, das soll es auch schon gewesen sein zur TTS. Nicht so viel Selbstbeweihräucherung, sondern mehr die Frage, was treibt Sie eigentlich in Ihrem Tagesgeschäft um? Das habe ich jetzt hier einfach als These mal vorangestellt. Und Sie können ja in dem Vortrag dann gucken, passt das eigentlich mit dem zusammen, was Sie auch bei dieser Studie rausbekommen haben. Was sind eigentlich die Herausforderungen, denen Sie täglich sich ausgesetzt fühlen? Und da gibt es, glaube ich, dann an Start Nummer 1, das Thema, werden Sie effizienter? Und mit Sie meine ich jetzt nicht persönlich, sondern Ihre Organisation. Sie müssen Produktivitätssteigerungen schaffen, Sie müssen die Vertriebskosten senken, weil gleichzeitig 10% mehr Umsatz und Sie müssen die Produktionskosten senken, Sie Vertriebsdurchlaufzeiten, Verwaltungskosten etc. etc. Das heißt, jeder von Ihnen kennt das aus seiner Organisation, kennt die Sparprogramme, die kommen, kennt die Effizienzsteigerungen, die immer da sind, ein ständiges Thema. Das gilt auch für das Thema Qualifizierung und es hat eine sehr große Auswirkung auf das Thema Qualifizierung. Das zweite Thema, was Sie sicher auch alle kennen, ist das Thema Compliance im weitesten Sinne von Code of Conduct über Arbeitssicherheit. Sehr viele, viele regulatorische Themen, die immer wieder Ihren Alltag berühren, die Sie immer wieder treffen. Und an dritter Stelle, die
die Frage, arbeite ich eigentlich nur noch für meinen Standort, für mein Office, für mein Werk? Nein, ich arbeite dafür natürlich nicht mehr, sondern ich arbeite heute eigentlich global. Ich muss an die Kollegen in China und in Frankreich und in Griechenland denken. Die Kollegen in Griechenland denken wir öfter. Und in den USA und so weiter. Das heißt, ich habe Herausforderungen auch im Bereich Qualifizierung, auch im Bereich Compliance, auch im Bereich Produktzyklen. Und diese drei, ich sag mal, heißen Eisen werden Sie jetzt auch in den Umfrageergebnissen meiner Meinung nach ganz gut wiedersehen. Diese Befragung fand mit 700 teilnehmenden Unternehmen statt. Es waren Besucher der E-Learning Summit vom E-Learning Journal. Die E-Learning Summit Tour fährt auch gerade dieser Tage wieder durch das Land. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Ist eine sehr gute Veranstaltung, qualitativ sehr hochwertig, sehr gut besucht, tatsächlich eigentlich immer ausverkauft an jedem Standort. Und das E-Learning Journal hat gemeinsam mit uns hier diese Befragung gemacht. Und da sind jetzt, habe ich einige dieser Antworten rausgenommen. Sie kriegen natürlich diese gesamte Studie dann im Nachgang zu dem Webinar zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, eine große Anzahl von Unternehmen, 700 Unternehmen, wenn Sie sich in dem Markt hier auskennen, dann kennen Sie vielleicht das MMB-Institut. Die machen auch immer Befragungen zur E-Learning-Wirtschaft in Deutschland. Da nehmen deutlich weniger Unternehmen dran teil. Die erste Frage. Und da will ich auch ein bisschen was noch zur Methode hier sagen. Ich habe versucht, diese doch etwas, wie soll ich sagen, nackten Charts aufzufrischen mit einfach Beispielen, damit man also auch gleich was Handfestes hat, was man fühlen und haptisch nacherleben kann, also eine emotionale Bindung an die Themen selbst. Aber für diese erste Frage, die ist natürlich zentral, wer hat eigentlich an dieser Studie teilgenommen? Und da sehen Sie schon, wenn Sie mal sagen, alle Unternehmen ab 1000 Mitarbeiter, ja, das ist dann schon die absolut überwiegende Mehrheit, bis 10.000 Mitarbeiter 41%, bis 25.000 11 und dann über 25.000 Mitarbeiter 18,3. Das ist natürlich eine hohe Zahl an größeren und Großunternehmen. Wenn wir uns das Thema E-Learning, Performance Support, elektronisches Lernen angucken, dann vielleicht zwei Einschränkungen dazu. Das eine, da geht es gar nicht so sehr um die Mitarbeiterzahl, sondern es geht in der Regel um die Anzahl der IT-Arbeitsplätze. Das heißt, eine kleine Bank kann genauso gut ein Compliance-E-Learning gebrauchen wie ein großer Logistikdienstleister, der aber nur 250 IT-Arbeitsplätze hat. Und das sollte man vielleicht einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Mitarbeiterzahl geht, sondern dass es eigentlich mehr um die Zahl der IT-Arbeitsplätze geht, wenn man das Thema elektronisches Lernen redet. Die nächste Frage, haben Sie eine Trainingsstrategie für Ihr Unternehmen definiert? Da ist erstens die Frage eigentlich sehr interessant, ja, weil man würde ja immer vermuten, klar, muss es ja geben, weil man gibt ja für Qualifizierung, die Unternehmen geben für Qualifizierung ja viel aus. Ja. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie so zwischen Frühstücksei und Brötchen macht, sondern das ist schon ein fertiges Menü und ein Teil eines fertigen Menüs. Und Sie sehen hier, ja, ein Großteil der Unternehmen hat eine Trainingsstrategie für ihr Unternehmen definiert. Erschreckend aus meiner Sicht so ein bisschen tatsächlich die Zahl von den fast 40%, die es nicht gemacht haben. Um jetzt unser Webinar hier auch so interaktiv wie möglich zu machen, würde ich Sie jetzt bitten, an der Umfrage, die Frau Hess jetzt hier Ihnen zur Verfügung stellen wird, einfach mal teilzunehmen. Das heißt, voten Sie einfach mal kurz, haben Sie eine Strategie in Ihrer Unternehmung oder haben Sie die nicht? Ich habe genau jetzt die Umfrage eingeblendet. Ich denke, da müssen wir nicht viel überlegen und würde Sie bitten, einfach in den nächsten 10 Sekunden sich für eine der Antwortmöglichkeiten zu entscheiden. Ich sehe auch schon, hier trudeln die Ergebnisse ein. Ich warte jetzt noch mal. Ja, also es zeichnet sich ganz klar ab. 73% der Teilnehmer, die heute im Webinar sind, sagen ja, sie haben eine Trainingsstrategie und nur 27% sagen nein, sie haben keine. Mhm. Dann schließe ich jetzt die Umfrage, Uli, und wechsle zurück auf deinen Bildschirm. Alles klar, Dankeschön. Gut. Also so ist das mit der Statistik. Man sieht, wir sind eigentlich genau eigentlich in den Zahlen, die wir eben auch schon gesehen haben. Wer vielleicht, also ich will jetzt natürlich hier nicht
nicht zu viel sagen, aber ich glaube, die 27%, das wäre mal die allerwichtigste Aufgabe, die Sie in der Organisation vorantreiben sollten, sich eine Trainingsstrategie zuzulegen, können wir gerne auch beratend mit unterstützen. Gut, die nächste Frage, wer entscheidet über Budgets, für die Lernangebote vorgesehen sind? Die Antworten hier haben mich auch ein bisschen überrascht. Geschäftsführung, Geschäftsleitung, Führung, dann kommt die Personalabteilung, dann die Fachabteilung, dann direkte Führungskräfte, wahrscheinlich eben auch aus Fachabteilung und Personalabteilung und dann Mischformen, relativ homogenes Bild. Wenn Sie sich vorhin angeguckt haben, wie groß die Unternehmen sind, die an der Befragung teilgenommen haben, dann kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass die Gesamtgeschäftsleitung einer Organisation, nehmen wir jetzt mal ZF oder Bosch oder Daimler, hier sich jetzt darüber entscheidet, wie jetzt und was jetzt ausgebildet wird. Natürlich für die Budgets am Ende ist immer die Geschäftsführung auch mitverantwortlich. Vielleicht wurde die Frage da in die Richtung auch verstanden. Hier eine weitere Frage. Und auch die ist, glaube ich, sehr spannend. Wie schätzen Sie die Entwicklung des E-Learning-Budgets in Ihrem Unternehmen in den kommenden 3 Jahren ein? Das heißt, wie entwickelt sich das Budget? Und da haben wir fast 60%, die davon ausgehen, dass es hier steigen wird. Ich glaube, wenn man die Frage gestellt hätte, wie glauben Sie, dass in den nächsten 3 Jahren sich Ihr Gesamttrainingsbudget verändert, dann würde keiner sagen, das würden keine 60% sagen, es ist höher, würde ich mal tippen. Sondern ich glaube, dass man dann sagen würde, ja, es bleibt vielleicht auf dem Niveau. Das heißt, die These dahinter, wir haben hier eine Verschiebung der Budgets von Präsenzveranstaltungen zu elektronischem Lernen in jeder Form. Wie das Ganze aussieht, da kommen wir dann halt später zu. Ja, aber ein sehr markanter, sehr, sehr markanter Trend, dass das Thema E-Learning hier deutlich dann höher gewichtet wird. Nächste Frage, wer ist für die Umsetzung, Planung, Durchführung, Betreuung von E-Learning in Ihrem Unternehmen zuständig? Wer kümmert sich darum? Fort- und Weiterbildungsabteilung an erster Stelle, HR-Personalabteilung, da gibt es, glaube ich, gewisse Überschneidungen zwischen dem ersten und dem zweiten. Da auch der E-Learning-Beauftragte oder die E-Learning-Abteilung ist ja meistens Mitglied der Personalabteilung oder der Weiterbildungsabteilung, also eigentlich die ersten 3 Punkte, alle relativ gleich. Dann kommen die fachlich zuständigen Abteilungen, eine interne Unternehmensakademie etc. Ein externer Dienstleister ist eher selten. Man muss hier, glaube ich, dann auch noch mal kurz nachfragen, wer ist da eigentlich gefragt worden? Da sind natürlich die Weiterbildungsexperten der Unternehmen und die E-Learning-Beauftragten und so weiter gefragt worden. Die Personalabteilung, die fühlen sich da dann zuständig und sind sie de facto auch. Ich habe Ihnen hier jetzt mal Beispiele mitgebracht von einem Kunden von uns, Emmy in der Schweiz, ein Arbeitssicherheitstraining, was wir für die Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben. Auch in der Käseherstellung und Milchherstellung muss natürlich viele Sicherheitsregelungen eingehalten werden. Und wenn man jetzt sich hier mal einfach kurz in der Praxis anguckt, wie läuft denn hier die Zusammenarbeit, dann kommt natürlich das methodisch-didaktische Konzept und die Idee, das Ganze per E-Learning zu machen von der Personalabteilung. Aber der fachliche Input, die fachliche Freigabe, die ganz wesentlich ist, kommt logischerweise hier vom Compliance-Abteilung, also vom Arbeitsschutzbereich. Das heißt, hier gibt es eigentlich immer eine Zusammenarbeit. Ähnliches Beispiel hier bei der BASF. Auch da gibt es eine methodisch-didaktische Vorgabe, die von der Personal- und E-Learning-Abteilung kommt. Aber wie das Ganze dann in den einzelnen Themen umgesetzt wird, auch wie es methodisch-didaktisch dann am Ende aufbereitet wird, also fachspezifisch, ist dann eine Aufgabe zwischen der Fachabteilung und in dem Fall der TTS als Lieferanten. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Lernmethoden werden für das formale Lernen in Ihrem Unternehmen in Zukunft eine große Rolle spielen? Hier gibt es schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich einen Favorit, das ist das Thema Blended Learning tatsächlich. Und Sie sehen auch Web-Based Training direkt darunter, virtueller Klassenraum, ein ganz wichtiges Thema. Hier weit vorne genannt Mobile Learning in Zukunft. Wir kommen später nochmal auf das Thema Mobile Learning zurück. Also hier haben wir einen hohen Stellenwert von Mobile Learning und Tablet Learning. Videotraining. Aus meiner Sicht heute eines der noch sehr unterschätzten Möglichkeiten in der Qualifizierung. Und was hier dann auch relativ weit hinten eigentlich kommt, ist dieses Thema Workplace Learning, was ja auch nicht viel anderes ist als Performance Support.
Und ich glaube, da muss man halt auch nochmal genauer hingucken. Es ist vielleicht einfach auch eine Frage der Zuordnung und des Verständnisses, was eigentlich genau was ist. Interessant ist, dass es hier solche Evergreens wie Game-Based Learning, die ja lange Jahre ein wichtiges Thema waren, dass die hier auf den hinteren Plätzen gelandet sind. Und was mich am meisten erstaunt hat, auch dieses Massive Open Online Courses, um das ja ein Riesenhype gemacht wird. Also wenn Sie Internetseiten sich angucken und sehen, was da eigentlich alles gerade passiert, dann ist das in der betrieblichen Weiterbildung eigentlich nicht angekommen, wenn man das hier mit 6,9% der Nennungen sieht. Hier Beispiele wieder zum Thema Compliance Learning, Beispiel von Novartis. Hier geht es um Laborsicherheit, also wie bekomme ich das hin, dass Schadstoffe sauber entsorgt werden. Das Ganze natürlich immer mit Tests versehen, wenn man hier so ein Beispiel hat. Ein anderes Beispiel für so eine Gamification, ich glaube bei Game-Based Learning, das ist einer der größten Missverständnisse überhaupt, dass man halt hier immer denkt, es hätte was mit einem Spiel zu tun. Tatsächlich meint es ja nichts anderes, als dass spielerische Elemente genutzt werden, um das betriebliche Lernen besser und effizienter, höher und schneller zu machen. Und hier ist ein Beispiel in dem Fall für eine Software, die halt spielerisch erläutert wird, in dem Fall dann lustigerweise auch noch unsere eigene Software, nämlich die Knowledge Force Projekt, das wir für die Firma Novartis umgesetzt haben mit einem Roboter, der hier lustige Dinge macht. Nächste Frage. Welche Lernbedarfe werden aktuell mit E-Learning unterstützt? Auch das finde ich sehr interessant. Die ersten drei Plätze, da hätte ich, glaube ich, auch drauf wetten können. IT-Trainings ganz vorne für Microsoft Office, SAP oder andere Anwendungen. Dann das Thema Produktschulung schon an zweiter Stelle. Überraschend oder erstaunlich, wie ich finde. Und dann an dritter Stelle das Thema Compliance-Trainings. Nicht weiter verwunderlich aus meiner Sicht. Und es kommt dann aber an vierter Stelle sowas wie Grundlagen technischer oder betriebswirtschaftlicher Weiterbildung, Prozessschulung, Sprachlernen relativ abgeschlagen. Und dann geht es halt so weiter. Für die ersten drei Dinge zeige ich Ihnen einfach auch nochmal Beispiele. Ich finde das jetzt für das Thema E-Learning auch nicht überraschend, dass man es da besonders nutzt, weil es da einfach besonders viel sinnstiftend ist und nah dran ist. Hier für eine Software namens Sirius, die bei der Suva eingeführt wird, wo wir im Projekt massiv mitgearbeitet haben, bei der Firma Suva, also bei der Versicherung Suva. Das heißt, da macht man mit passiv-aktiv Bildschirmen was, dann macht man mit Textboxen was, etc. pp., damit das Ganze halt State of the Art auch vernünftig gelernt werden kann. Produktschulung, hier ein Beispiel, was wir für Jaguar Land Rover in England gemacht haben. Oder ein weiteres Beispiel für den Daimler-Konzern. Eher so eine Mischung aus Produkttraining und Compliance-Geschichten, Qualitätsmanagement bei Daimler Trucks. Und hier sieht man dann auch wieder, dass man mit diesen verschiedenen Welten immer auch mit Video dann mit dabei, wie man da lernen kann und was man da halt als E-Learning lernen kann. Und die Feedbacks dazu sind dann auch entsprechend positiv. Und das letzte Beispiel, ein reines Compliance-Training hier bei der Firma Hartmann, auch als Gamification ein bisschen, also mit Gamification-Elementen, mit spielerischen Elementen auf gut Deutsch. Das heißt, man kriegt hier Punkte, Statuspunkte. Man sieht hier ganz unten rechts, Your Superheroes Status is now 51. Das heißt, man sammelt Punkte und kann dann hier zum Superhero werden. Also, wenn man es mag. Gut, nächste Frage. Wie wird der Erfolg von E-Learning-Maßnahmen gemessen? Das halte ich für eine der ganz zentralen Themen der nächsten Jahre, weil wir im Bereich Weiterbildung, glaube ich, heutzutage noch viel zu wenig Controlling und viel zu wenig Messbarkeit der Erfolge haben. Weiterbildung ist per se ja immer führt immer zu einer Verhaltensänderung, entweder beim IT-Training gegenüber der Software, also mit einer besseren Usage der Software oder aber natürlich in den anderen Themen, dass ich mich, was ich was besser im Vertrieb werde und ähnliches. Und Sie sehen, hier wird viel mit Abschlusstests und Zertifikat gemessen oder eine Zufriedenheitsbefragung der Teilnehmer. Das ist auch der klassische, wie hat Ihnen der Trainer gefallen, war der Kaffee gut, waren die Kekse lecker, Befragung. Der dritte Punkt ist eigentlich der, da fängt es dann an interessant zu werden. Das heißt, man muss eigentlich zum Vorgesetzten gehen und muss sagen, so, haben wir denn jetzt, kann der Kollege, der jetzt
drei Tage lang in St. Gallen auf dem Projektleiterseminar war, macht er seine Projekte jetzt dann besser, ein halbes Jahr oder ein Jahr nach dieser Schulung? Und wenn er was besser macht, was macht er da eigentlich besser? Und gibt es eine Verbindung zu dieser Schulung, die er dort gehabt hatte? Und das findet hier, wie man sieht, doch sehr, sehr schwach noch statt. Ich glaube, wenn wir zukünftige Budgets auch sicherstellen wollen und nicht mit der Gießkanne hier Geld ausgeben wollen, sondern zielgerichtet, dann muss das sicher besser werden. Hierzu auch eine kurze Abfrage. Da würde ich wieder an Laura übergeben. Wie machen Sie das? Wie wird der Erfolg von E-Learning-Maßnahmen bei Ihnen in der Organisation gemessen? Wird er überhaupt gemessen? Vielleicht geben Sie uns da auch schnell mal eine Antwort. Genau, ich habe die Umfrage jetzt eingeblendet und die Teilnehmer stimmen auch schon eifrig ab. Schon 35%, 40% der Teilnehmer unseres Webinars haben gewotet. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch, naja, 5-6 Sekunden. Du kannst auch rückwärts zählen. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Alles klar. Und hier gibt es auch eine klare Tendenz. Und zwar 70% sagen durch einen Abschlusstest, 49% durch eine Zufriedenheitsbefragung und alle anderen, also ähnlich wie bei der Studie, Antworten landen auch auf den hinteren Plätzen. Und ich gebe zurück an deinen Bildschirm. Okay, also da sieht man mal, dass die Studie und die Wirklichkeit hier im Webinar, wir haben hier 100 Teilnehmer, doch relativ übereinander liegt. Na, das ist doch schon mal ganz gut. Ne? Ganz hilfreich, dass da keiner die Statistik betrogen hat. Gut, hier nochmal ein Compliance-Training. Wichtig hierbei auch rechts unten Frage Nummer 6. Ja, das heißt, die ziehen die verschiedenen Sicherheitssymbole Track-and-Drop-mäßig hier in die entsprechenden Felder, um entsprechend zu testen, ob der Kollege wirklich begriffen hat, wann er einen Ohrenschutz und wann er einen Augenschutz braucht. Oder hier ein bisschen mehr für den IT-Arbeitsplatz geht es um ISO-Zertifizierung bei der HUK Coburg. Auch hier dann entsprechende Fragen, die dann sicherstellen, dass der Kollege oder die Kollegin das so gelernt hat, wie es auch vermittelt wurde. Jetzt kommen wir zu dem Thema Produktion von neuen E-Learning-Inhalten und wie werden diese eigentlich produziert. Und das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage. Wir hatten, glaube ich, es gibt ja immer so Trends in den Märkten. Wir hatten lange Jahre große E-Learning-Abteilungen, wo vor einiger Zeit hatten wir große E-Learning-Abteilungen in den Organisationen, wo viel selber gebaut wurde. Dann ist das komplett zurückgefahren worden. Jetzt gibt es eigentlich wieder den Gegentrend. Das heißt, die Organisationen haben sich mit Autorensystemen ausgestattet und produzieren sehr viel Inhalte selber, was auch extrem Sinn macht, ja, weil sie natürlich einfach die Fachkompetenz haben und die Sachkompetenz haben. Und das macht natürlich Sinn, dass man das tut. Gleichzeitig holt man sich als Beratung oder für die Produktion Agenturen mit dazu. Und spannend hier für mich ist der dritte Teil, der Kauf von fertigen Lerninhalten. Auch das ist ein wichtiges Thema. Wie die Produktion ohne ein Autorentool aussieht, da können wir vielleicht nochmal gleich chatten in den Fragerunden, das ist mir nicht so ganz klar, aber okay, mag ja sein, dass das auch geht. Hier wieder Beispiele, Kauf von fertigen Lerninhalten, wir haben für den Softskill-Bereich mal so eine Serie gemacht, Knowledge Nuggets, hier zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz und worauf das dann alles spielt. Oder aber, was glaube ich auch ein Trend ist, zumindest ein Trend, den wir sehen und wo wir eine ganze Reihe von Produkten haben, sind sogenannte Halbfertigprodukte. Das heißt, wir haben hier zum Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit ein Produkt, ein Standardprodukt gebaut, das wir dann für die einzelnen Kunden immer wieder adaptieren. Das heißt, wir sind dann schneller und kostengünstiger, wenn wir das so auch anbieten können in verschiedenen Projekten. Nächste Frage, welche E-Learning-Kompetenzen wollen Sie in Ihrem Unternehmen aufbauen? Und da macht es natürlich Sinn mit der ersten Frage, wenn viele jetzt Autorensysteme haben, dass ich Konzeption von E-Learning-Lerninhalten hier ganz oben genannt habe und dass ich das entsprechend machen kann. Das Entwickeln von Lern- und Weiterbildungsstrategien steht natürlich im Prozess weiter oben, also der dritte Punkt hier in der Reihe. Auf der anderen Seite ist das was dann wahrscheinlich, wenn ein Autorenpool schon angeschafft wurde, schon vorhanden ist, wo man sich dann vielleicht auch Beratung dazu holt, dann macht das halt auch entsprechend Sinn.
Ganz wichtig für mich der Punkt ganz unten, der genannt ist, nämlich das Thema Lernbegleitung. Das ist etwas, was so ein bisschen in der elektronischen Euphorie ein bisschen unter die Räder kommt. Wir reden immer über Blended Learning und wollen das und vergessen dann halt oft das Thema Lernbegleitung. Hier auch nochmal eine kurze Frage an Sie. Welche E-Learning-Kompetenzen wollen Sie in Ihrem Unternehmen aufbauen? Wo sehen Sie da Schwerpunkte? Und da würde ich Sie bitten, einfach nochmal schnell abzustimmen, damit wir auch hier gucken, ob Sie der statistischen Kerngruppe entsprechen. Nein. Genau, ich habe die Umfrage jetzt eingeblendet und die Teilnehmer stimmen auch eifrig ab. Wir sind jetzt schon bei 30% der Teilnehmer, die abgestimmt haben. Ich würde sagen, wir machen es wie eben. Wir warten noch 10 Sekunden. Mit Blick auf die Uhr müssen wir auch ein bisschen Gas geben. Genau, Herr Uhle redet nämlich zu lange. Noch 2 Minuten. Ich lasse jetzt alle Verben und Adjektive weg, nur noch Substantive. Gut, und was ist rausgekommen? Alles klar. Gut, und ich schließe die Umfrage, und zwar haben wir der zweite Punkt, der mit 60% am meisten gewählt wurde, Erstellung von Lerninhalten, Autorentool. Am zweiten Platz ist die Konzeption von E-Learning-Lerneinheiten und am dritten Platz sind die Lern- und Weiterbildungsstrategien. Also es ist keine große Differenz eigentlich zur Studie. Okay. Sehr gut. Liegt vielleicht auch daran, dass viele von Ihnen ja Kunden der TTS und dann Kunden der TT Performance Suite oder Knowledge Force sind. Und dann ist natürlich das Thema Erstellung von Lerninhalten Ihr Tagesgeschäft, weil dafür haben Sie ja das Werkzeug mal erworben. Das macht ja dann auch Sinn. Jetzt kommen wir zum Thema Performance Support. Wird das Lernen am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen unterstützt? Und hier ist die interessante Antwort bei drei Vierteln. Ja, es wird unterstützt. Und wenn Sie sich jetzt mal einfach kurz zurückerinnern, als Sie in dem Job, in dem Sie jetzt sind, gestartet sind, dann erinnern Sie sich natürlich auch, dass das Lernen am Arbeitsplatz im Unternehmen unterstützt wurde, weil Sie nämlich einfach sich da mit Fragen und Antworten und durchgewühlen und Kollegen fragen und vielleicht einen Coach oder einem Tandem-Kollegen dann eingearbeitet haben. Ich glaube, deswegen ist hier die Frage mit dem Lernen am Arbeitsplatz erstmal so eindeutig mit Ja zu beantworten. Und wenn man hier weitergeht, wie wird das informelle Lernen im Unternehmen gefördert, dann sehen Sie, dass es hier einen großen Ausschlag gibt bei dem ersten, beim Thema Coaching, Fokusgruppen, Lernpartnerschaften und eben diese Buddies hier genannt, ist, glaube ich, Gender Mainstreaming nicht so ganz sauber, also nennen wir es lieber Tandemgruppen. Das heißt, hier gibt es auf der weichen Softskill-Ebene eine Menge Ideen von Unternehmungen, wie bringe ich meine Leute schnell dazu, in ihrer Funktion erfolgreich zu sein. Was hier natürlich aber auch mit gemeint ist, ist eigentlich eine elektronische Unterstützung. Das finden Sie dann eben weiter unten, Einsatz von Foren und Blogs. Das ist natürlich schon ziemlich abgeschlagen und weiter unten und auch als wirklich einen echten Bestandteil des Lerndesigns ist das halt eher nicht genannt. Das Thema Performance Support, wie wir es sehen, ist eigentlich eine Task-Orientierung, also eine Aufgabenorientierung von Inhalten, hier am Beispiel von KWS Saat für eine SharePoint-Einführung. KWS Saat, 5000 Mitarbeiter, internationaler Rollout für SharePoint als zentrale Wissensplattform. Und das haben wir dann unterstützt mit WBTs, aber eben auch mit Guides, die kontextsensitiv dann im SharePoint aufgerufen werden konnten und wo ich mir einfach die Regeln, wie ich ein Dokument im SharePoint ablege und wie ich es wiederfinde und wie ich es strukturiere und wie ich die Metadaten vergebe und so weiter, das konnte ich dann eben machen, wenn ich gerade ein Dokument da einstellen wollte und ich musste nicht auf Vorrat mir erstmal das Lernprogramm angucken oder eine Schulung besuchen. Das war, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Und da gibt es auch noch eine eigene Session von der Frau Udagawa und dem Herrn Roski, die das Projekt begleitet haben. Das gerne nochmal genauer angucken. Ein anderes Beispiel, AXA Winterthur, auch dazu gibt es noch einen eigenen Vortrag. Hier haben wir Sales-Mitarbeiter enabled mit Performance Support, der ganz anders gelagert ist, viel mit Video und so weiter. Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wir haben eigentlich die besten Verkäufer der Organisation genommen und haben sie zu denen gemacht, die erzählen, wie man gut verkauft. Und daraus wurden dann sogenannte Learning Nuggets zusammengebaut, die eben aus diesem Video bestanden, aber eben aus verschiedenen Elementen, die auch der Salesleiter dann für Coaching nutzen konnte, um das Ganze dann zu einer Verhaltensänderung, wie telefoniere ich richtig, wie spreche ich die Kunden an, wie bereite ich meinen Kundentermin vor, etc., das Ganze gestalten konnte.
Was dabei rausgekommen ist und was von der Universität in der Schweiz dann entsprechend gemessen wurde mit zwei Referenzgruppen war, dass man folgende Zahlen erreicht hat. Das heißt, man hat einen in der Gruppe, die dieses Performance Support System genutzt haben, eine Umsatzsteigerung von 28% erreicht, was natürlich in einem gesättigten Markt wie dem Schweizer Versicherungsmarkt ein Riesenerfolg ist. Wir haben 42% mehr Kontraktgabe geschlossen und die Anzahl der Top-Performer, also der besten Vertriebsleute, ist massiv gestiegen um 16%. Das heißt, das garantiert mir dann auch in Zukunft ein höheres Sales-Volumen. Das ist, was Sales, was Performance Support erreichen kann. Dazu gibt es einen eigenen Vortrag von Thorsten Schurich. Morgen hören Sie sich den an. Das ist, glaube ich, ganz faszinierend. Gut, komme ich nochmal zurück zum Thema Mobile Learning. Und Sie erinnern sich, eines der Zukunftsthemen, da war Mobile Learning ganz groß genannt. Und wenn Sie jetzt aber gucken, ist es überhaupt gar kein Thema in 60% der Unternehmungen. Immerhin 33% der LMS unterstützen Mobile Learning, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich glaube, dass Mobile Learning in dem Moment wichtig und spannend wird, wo eine Organisation sagt, bring your own device, also bringen Sie Ihr eigenes Smartphone, Ihr eigenes Tablet, Ihren eigenen Rechner mit und nutzen Sie den. Dann ist Mobile Learning, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten. Und für sogenannte Field Services, also für Servicekräfte, die per se einfach nicht mit einem Desktop-Rechner und einem Laptop draußen rumlaufen, sondern mit einem Tablet. Ein Beispiel, was wir jetzt hier als Charity-Programm für Novartis oder mit Novartis zusammen für Afrika gemacht haben, ist eine Malaria-Prophylaxe, ein Training. Das läuft dann, weil Afrika halt ein reiner mobiler Markt ist. Auf allen Devices ist jetzt mit der Performance Suite, mit dem neuen HTML5-Player gebaut. Das heißt, beliebig skalierbar auf welchem Telefon und auf welchem Tablet auch immer. Und das war ein Projekt, was wir da dann mal umgesetzt haben für reines Mobile Learning. Die Frage Learning Management Systeme, ich muss mich wirklich sputen. Hier sehen Sie, dass in den großen Organisationen auf ein kommerzielles LMS gesetzt wird. Open Source LMS gibt es auch, aber nicht weitaus abgeschlagen von den kommerziellen LMS. Hier in dem Umfeld sind wir ja Partner von SAP mit SuccessFactors Implementierung, ich glaube der größte SuccessFactor Implementierer der in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, muss man sagen. Also wenn Sie da irgendwas planen, freuen wir uns auf Ihre Anfrage und schicken Ihnen wirklich sehr gute Beraterinnen und Berater, die in Ihrem Projekt unterstützen können. Sind auch Partner der SAP und entsprechend da aktiv. Das sind so Projekte, die wir dann mit SuccessFactors bei der BASF umgesetzt haben, wo es darum ging, dass SuccessFactors weltweit ausgerollt wird und wir die ganze Qualifizierung übernommen haben. Was sollen die LMS eigentlich in ihrer Funktion bei den Unternehmen tun? Und da geht es erstmal um das Thema WBT-Bereitstellung ganz viel, ja, die ersten beiden Punkte. Dann kommt aber schon Landerfolgskontrolle überwiegend im Compliance-Bereich. Und dann kommen die ganzen Seminarfunktionen, Verwaltungsmanagement, Seminarverwaltung. Keine große Überraschung. Die Zukunftsthemen findet man eher unten. Mobile Learning, Tablet Learning, Expertenumgebung, Webseitenerstellung und Blogs, Lerntagebuch. Hier noch heute relativ schwach. Ich glaube, wenn man das in die Zukunft projiziert, wird das eine wesentlich größere Rolle einnehmen mit unseren Digital Natives, die da jetzt nachholen. Ist das sicherlich ein großes Thema. Da bin ich schon am Ende angekommen. Ich habe mir gedacht, das nehme ich jetzt als Metapher hier für den Abschluss. Und ich habe eigentlich hier das geozentrische Weltbild mal rausgenommen. Das kennen Sie vielleicht noch aus der Schule. Viele tausend Jahre hat man geglaubt, die Erde ist im Mittelpunkt des Universums. Dann kommt der Mond, dann kommt der Merkur und so weiter, die Planeten. Und ganz außen drum ist die Sonne. Und ich glaube, in der Weiterbildung sind wir auch jetzt viele, viele Jahre so gefahren, ja, dass wir gesagt haben, formales Lernen ist der Schlüssel zu allem und sind in diesem geozentrischen Weltbild verhaftet. Und ich glaube, wenn wir mal genau analysieren, wie heute schon mit Hilfe des formalen Lernens gelernt wird und wie in Zukunft gelernt wird, dann wird sich dieses Bild ganz sicher massiv verändern, so wie es mit dem Weltbild hier dann auch ist. Ich habe schon mehrfach auf die verschiedenen neuen Themen hingewiesen. Performance Support, ein Trendthema, heute um 14 Uhr. Und das AXA Winterthur Beispiel, dann morgen und am Nachmittag Training versus Performance Support. Ich freue mich sehr, dass Sie so rege teilgenommen haben. Wenn Sie mögen, bleiben Sie einfach mit mir in Kontakt über Xing oder hier über die E-Mail.
Und sicher stehen wir jetzt auch für Fragen, für Fragen zur Verfügung. Ja, hallo, also vielen Dank, Uli, für deine Präsentation. Wir haben zwar ein bisschen überzogen, aber ich sehe hier an der Anzahl der Teilnehmer, dass es doch auf reges Interesse gestoßen ist. Ich verabschiede mich jetzt schon mal ganz herzlich von allen Teilnehmern, die sich jetzt hier verabschieden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in dem Chatfenster unten rechts noch Fragen einzugeben. Und dann würde Herr Ude die Ihnen jetzt gleich auch direkt beantworten. Also wenn noch Fragen offen sind, rechts unten in der Sidebar ist das Fenster mit dem mit Chat oder Fragen, heißt es bei Ihnen. Und da können Sie einfach Ihre Frage eingeben und dann stelle ich die Frage an den Referenten. Im Moment sind keine Fragen hier bei mir eingegangen. Tja, ich habe wahrscheinlich alle so erklärt, dass gar keine Fragen offen sind. Klar, also Moment. Jetzt trudelt was ein, Uli. Okay, da kommt eine. Genau, hier kommt eine Frage, die da heißt, wie ist Ihre Definition von Performance Support von Frau Kohler? Ja. Ich denke, darauf gibt es Webinar vom Jens Japes heute Nachmittag die allerbeste Antwort, aber vielleicht sagst du noch einen Satz dazu. Ja, ist eine super Frage, Frau Kohler, ja, genau die richtige Frage, was ist eigentlich Performance Support? Es gibt eine sehr schöne Definition, die wird mein Kollege, der Japes, dann nochmal vorführen aus dem englischsprachigen Bereich. Für mich ist Performance Support eigentlich sehr, sehr viel von dem, was wir tun. Ja? Also ein Navigationssystem, was Sie zu Ihren Schwiegereltern oder zu Ihren Tante Erna fährt, ist ein Performance Support Tool. Ja? Das heißt, das Navigationssystem zeigt Ihnen den Weg und korrigiert Sie und sagt Ihnen und hilft Ihnen, erfolgreicher zu sein, nämlich schneller von A nach B zu kommen. Und wenn man diese Definition nimmt und das auf das Arbeitsleben übertragt, dann erreicht man, glaube ich, sehr viele Fragestellungen, die immer sehr aufgabenorientiert sind und in der Beantwortung von Aufgaben liegen, in der Bereitstellung von Unterlagen, die Aufgaben ermöglichen, die Prozesse abbilden. Das ist, glaube ich, die Kernaufgabe von Performance Support. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen sollte, ist, diese 70-20-10, also 70 Thema Informationen, 20 Coaching, 10% formales Lernen, die gab es schon immer, ja, auch ganz normal, als wir mit formalem Lernen, das formale Lernen wird nicht weniger. Ja? Ich glaube, da muss sich jetzt keiner Sorgen machen. Ich denke, Performance Support ist eigentlich nur die Strukturierung dieser 70% Informationen, dass man die halt besser vorbereitet. Und da gibt es gute Beispiele. Gucken Sie sich den Vortrag von Thorsten Schurich zur AXA Winterthur an. Ich glaube, das ist einfach ein gelebtes Beispiel, wie Performance Support in einer Organisation einen deutlichen Mehrwert generieren kann.